Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Riding Tales auf dem Handy. Wie ihr gerade schon seht, Leute, wir haben 1029 Gems. Was bedeutet das, Leute? Ganz genau, wir können heute eine mystische Pferdekiste aufmachen. Eine Mystical Whistle für 800, Leute, und ich freue mich einfach so unfassbar. Bevor wir das aber tun, müssen wir Sweetie Belle nur ganz kurz landen. Denn ansonsten werden wir wahnsinnig. Oder beziehungsweise lasst uns mal ganz kurz gucken, was für Pferde gerade fangbar sind. Wir fangen mal ganz kurz Pferde, Leute. Drei. Nee, drei teile ich nicht. Nee, ich hab definitiv hier zu viel Geld, als dass ich drei so Orbs ausgehe. Ein Orb, jawohl. Der Abby. Der Abby, der rockt, Leute. Der Abby, den holen wir ganz kurz. Wir bekommen dadurch, ich glaube, 4500 Gold. No. Den graben wir uns jetzt. Und dann gucken wir natürlich gleich rein erstmal zu... Nee, 2200. Ach so, nee, das ist, glaube ich, das sind die, die epischen Pferde, ne? Die mehr bringen. Egal, Leute. Wir gehen rein in die Pferde und drücken natürlich auf Fantasy. Denn, Leute, was ich natürlich möchte, sind... Fantasy-Pferde. Ich möchte auf keinen Fall ein episches Pferd. Wahrscheinlich bekomme ich auf jeden Fall ein episches Pferd. Wahrscheinlich bekomme ich ein episches Pferd, das ich gar nicht möchte. Aber wir gucken auf jeden Fall trotzdem einfach nur die Fantasy-Pferde an, denn die, also das sind die Pferde, die mich persönlich interessieren. Es gibt einige Pferde, die man jetzt nicht mehr in der Mystical Whistle hat, weil man sie in der Wildnis sozusagen fangen kann. Ich hoffe, dass die Information stimmt. Es wird mich auf jeden Fall sehr freuen, denn es ist einfach mega. Hier zum Beispiel, er. Tame this horse in the wild. Und es ist nämlich wunderschön, denn er kann gefangen werden und ist jetzt nicht mehr in der Mystical Whistle. Und das hatte ich ja letztendlich mega angekreidet, Leute. Das hat mich einfach echt aufgeregt, dass man die Pferde fangen kann. Dann hat man die schon und dann kann man die trotzdem in der Mystical Whistle bekommen. Und so Gems sind ja mega teuer, Leute. Den haben wir schon, ganz offensichtlich. Den können wir auch bekommen. Also, Leute, ne, den schwarzen können wir bekommen. Den hier, den. Ich hoffe nicht, dass wir den bekommen, denn wir haben ja schon Sweetie Belle. North müssen wir uns ganz offensichtlich erarbeiten. Twilight haben wir schon, Leute. Das ist einer meiner großen Wünsche, Leute. Der Floral Pegasus. Den kann man in Rare, nein, in Episch, glaube ich. Kann man den finden in Rare? Nee, hier. Genau, in Rare kann man den finden und mit einem Orb fangen, Leute. Aber den gibt's eben nur in der Whistle. Den Charmed Pegasus hätte ich auch unfassbar gerne, Leute. Genauso wie den Knight Pegasus würde ich richtig feiern. Ich denke, dass ich alle Friesen cool fände. Gott sei Dank, Leute, haben die Pferde hier rausgenommen, denn das hätte mich mega aufgeregt, wenn ich einen dieser Pferde bekommen hätte, denn die habe ich ja bereits alle schon auf der Steam-Variante. Der Bronze-Pegasus, auf den würde ich mich auch mega freuen. Guckt mal, wie hübsch er ist. Oh mein Gott. Wie gesagt, Friesen sind alles super easy und ich hätte gesagt, ich würde mich über alle freuen. Ich weiß nicht, ob ich mich über ihn hier freuen würde oder so. Keine Ahnung. Ich hätte tatsächlich gerne wieder einen Araber, Leute. Und ich muss ganz klar sagen, alle neuen Pferde gefallen mir tatsächlich auch nicht so gut. Ich finde die Kleids alle ein bisschen schwierig, weil sie so ein bisschen schwammig gearbeitet sind. Der ist VIP, über den hätte ich mich auch wahnsinnig gefreut. Der Cosmic Pegasus finde ich auch mega toll, Leute. Wenn ich mir persönlich ein Pferd aussuchen könnte, hätte ich den hier, den Steampunk, den Charmed oder den Floral Pegasus. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, Leute, was glaubt ihr, was wir für ein Pferd bekommen? Ich meine, wir haben nicht so eine große Chance, Leute. 40% auf ein Legendary. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr, was wir fangen? Und vergesst natürlich nicht das Like auf dieses Video. Und ich hätte gesagt, dann geht's los, Leute. Oh Gott, ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Wir kaufen eine Mystical Whistle mit 60-40 Chance. Wir haben 40%ige Chance, Leute, auf ein Fantasy-Pferd. Ich musste, ich glaube, schon fast Monate, Leute, die Gems sammeln. Jetzt habe ich sie endlich, Leute. Ich bin mega aufgeregt. Let's go! Let's go! Oh Gott, Leute.
Nein, nein, oh mein Gott, es ist so schade, Leute. Wir haben den Clydesdale bekommen, als ob, Leute. Aber ich kann mich darüber wirklich nicht freuen, denn ich hatte mir einfach gewünscht, dass ich ein Legendary bekomme. Leider Gottes ist es nur ein episches Pferd geworden. Dafür hätte ich gesagt, sind die 800 definitiv zu viel. Aber wir haben ein Clydesdale, Leute. Das ist irgendwie trotzdem cool, weil... Ich weiß nicht, das ist mein allererster Clyde und Leute, es ist der mystische Clydesdale. Ich hätte gesagt, wir gehen auf jeden Fall in seine Box, er sie es, geben ihm einen Namen und dann reiten wir ihn das erste Mal. Und da sind wir angekommen und da ist er. Er ist überlebensgroß, definitiv, er ist riesig. Er ist so unfassbar riesig. Wir nennen ihn Spike, denn Spike ist, ich glaube, der Drache von My Little Pony, Leute. Ich finde, es passt unfassbar gut zu ihm. Er heißt jetzt Spike. Wir geben ihm natürlich eine Stallhilfe, denn er ist unser erstes Clydesdale. Wir haben genug Stallhilfe. Er ist super cute. Meine Pets haben sich auch schon mit ihm angefreundet. Und wir gucken mal. Ich weiß gar nicht, ob... ihm irgendetwas, wir haben nicht mal eine Sache hier, das könnten wir ihm anziehen. Es sieht ein bisschen lächerlich aus, aber ich hätte gesagt, wir nehmen es und reiten ihn natürlich das erste Mal, als ob. Und jetzt sind wir gleich wieder extrem weit weg und jetzt sind wir extrem nah dran. Okay. Ich glaube, er ist einfach so groß, Leute, dass wir ihn einfach gefühlt irgendwie kaum sehen. Er ist... Ich muss ganz ehrlich sagen, als erstes war ich ja mega enttäuscht. Aber wie cool ist Spike, bitte? Es tut mir leid, Leute. Ich glaube, ich schreie auch ein bisschen. Ich bin gehypt. Wie süß ist er, bitte? Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Ihr seht ihn nicht. Er ist mega knuffig von den Clydes, Leute. Definitiv einer der cooleren, hätte ich gesagt. Und er ist einfach mega schick. Ich bin absolut, absolut verliebt. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr Spike? Und ich habe ganz offensichtlich Probleme mit dem Lenken hier heute mal wieder. Das kann spaßig werden, definitiv gleich im Multiplayer-Race. Vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, wie ihr Spike findet. Und denkt ihr, wir hatten Glück? Oder eher Pech. Ich meine, ich hätte mir ein Legendary gewünscht, denn ihr wisst, ich liebe fliegende Pferde in diesem Spiel. Aber letztendlich muss ich ganz ehrlich gestehen, ich finde ihn richtig, richtig cool. Und vielleicht haben wir Glück, Leute. Und wir können mit ihm das ein oder andere Multiplayer-Race gehen. Das würde mich richtig freuen. Dann sind wir im Multiplayer-Rennen angekommen und wir gucken einfach mal durch, wer von den Grazien hier der Idealfall ist. Im Moment noch nicht ein einziges Pferd. Ehrlich gesagt, die sind alle richtig, richtig schlecht. Oh mein Gott, was machen wir denn heute? Unsere Pferde sind alle so unfassbar schlecht. Ich bin tatsächlich einfach nur schockiert. Wir haben kein einziges Pferd, das irgendwie gute Werte hat heute. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir mit Trixie? Ich hätte gesagt, Leute, wir versuchen es mit Trixie. Ich bin seit... Ich weiß nicht, wie lange kein Multiplayer-Rennen mehr gegangen. Ich hätte gesagt, wir probieren es einfach. Am schlimmsten, was passieren kann, Leute, ist, dass wir letzter Platz werden und gar keine Black Pearls bekommen. Auch nicht so tragisch. Ich hätte gesagt, let's go. Und dann werden wir gerade schon reingezogen. Und ich hätte gesagt, es wird wieder bestimmt eine richtig lustige Runde. Denn es buggt gefühlt alles. ich kann nicht mal losrennen. Jetzt. Oh mein Gott, es... Oh mein Gott, der Lag ist... Leute, der Lag ist... Oh Gott. Ich habe mal wieder richtig schöne Standbilder. Ich kann die anderen eigentlich ehrlich gesagt gar nicht sehen. Ich kann tatsächlich auch nicht wirklich sprinten, denn ich kann kaum sehen, was ich mache. Wo bin ich? Hä? Wo bin... Habt ihr gesehen, wo ich hingesprungen bin? Lol. Ich habe eigentlich gerade ausgelenkt, aber das hat super funktioniert. Also... Tatsächlich Multiplayer Race im Moment absolut nicht spielbar. Ich habe schon mit mehreren gesprochen und ihr hattet mir auch ganz viel in die Kommentare geschrieben, dass ihr tatsächlich dasselbe Problem habt wie ich und Multiplayer-Rennen tatsächlich im Moment einfach absolut unspielbar ist. Und was war das denn? Also ich habe einfach den Lag des Todes, aber sie hat... Oh Gott, Standbild. Also das liegt nicht an meinem PC, Leute. Ich spiele es ja hier gerade auf BlueStacks. Das liegt tatsächlich an dem Spiel. Mein PC ist definitiv nicht schlecht, aber das ist
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, heute haben wir keinen Blitz. Ihr fragt mich immer alle, warum ich den Blitz nicht verwende. Ganz einfach, Leute, weil ich es einfach entweder vergesse oder einfach zu sehr im Stress bin und es nicht hinbekomme. wir sind Erster geworden. Aus dem einfachen Grund, weil alle anderen einfach noch mehr Probleme hatten wie wir. Das war definitiv kein gutes Rennen, Leute, aber am Ende des Tages bin ich trotzdem froh, dass wir ein paar Black Pearls bekommen haben, denn ihr habt ja wahrscheinlich schon im letzten Video gesehen, wo wir mit Fabi auf seiner Insel unterwegs waren. Ich habe mir für 50 Black Pearls diese wunderschöne Western-Show-Bluse gekauft, die ich richtig feiere. Und diese 50 Black Pearls, Leute, müssen wir erstmal wieder reinbekommen. Dann habe ich meinem kleinen Spike noch schnell ein Äpfelchen gegeben, dass er zumindest Level 1 ist. Ich finde es immer so mega traurig, wenn die Pferde irgendwie Level 0 sind. Unser kleiner Spikey ist unsere neueste Addition in unserer Herde. Wir reiten ihn nochmal schnell. Ich finde ihn mega, mega, mega knuffig. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Und dann hätte ich gesagt, war es das mit dieser Folge von Horse Riding Tales mit der Mystical Whistle. Und ja, ich muss sagen, ich feiere ihn einfach. Ich hätte ihn noch mehr gefeiert, wenn er Flügel gehabt hätte, aber ich bin einfach mega happy, dass wir ihn haben. Dann danke ich euch aber vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!